In jedem Haushalt kann es relativ leicht zu einem Kurzschluss kommen. Doch der Schaden kann in den meisten Fällen relativ rasch wieder behoben werden und somit ist der Stromausfall nur von kurzer Dauer. Wenn jedoch die Stromversorgung für einzelne Regionen oder gar in weiten Teilen des Landes ausfällt, spricht man von einem Blackout. Und ein längerfristiger Stromausfall kann immer unangenehme Folgen haben, weiß Zivilschutz- und Katastrophenschutzexperte Arno Bär. Was würde ausfallen, wenn so ein Blackout uns passiert? Sie werden überrascht sein, was eigentlich nicht ausfällt. Das wäre die kürzere Meldung. Punkt 1, von keinem Licht angefangen, über Sie können bei den meisten Fällen nicht kochen, die Heizung fällt aus. Sie stellen ins Auto, Sie können mit dem Tank fahren, soweit Sie es reicht, ist ganz klar. Betanken können Sie das Auto nicht. Das heißt, Sie müssen den Rückweg mit einplanen. Einkaufen gehen, keine Chance. Die großen Märkte sperren alle zu, weil sie weder eine Kasse haben noch die Kühlung fortsetzen können. Das sind die Hauptgründe. Und daher können Sie also im Prinzip momentan nichts mehr für Ihren Haushalt tun. Sie sind auf das beschränkt, was Ihnen bleibt. Kommunikation geht in Minuten bis Stunden auf Null herunter, weder Internet noch eine Telefonate sind möglich. Daher müssen Sie auch an einen Notruf zum Beispiel denken. Ich muss zu Fuß oder per Fahrrad oder per Auto mir jemanden herholen, Hilfe holen. Wieso ist ein Blackout jetzt momentan in aller Munde und wieso könnte das tatsächlich Realität werden? Die Stromerzeugung wird in letzter Zeit umgestellt, in den letzten Jahren einfach weg von fossiler Energie zu nachhaltiger Energie, in welcher Form auch immer. Das ist einfach ein Umstellungsprozess in der Herstellung des Stromes bzw. in der Verwaltung des Stromes, sprich, wie wird das gesteuert? Daher sind die Netze momentan im Ausbau begriffen, um das dementsprechend eben gewährleisten zu können. Daher ist also, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts größer geworden in Europa und leider nicht kleiner. Auch der Stromverbrauch steigt. Es wird viel dagegen gearbeitet. Aus einem einfachen Grund, die Stromerzeuger wollen ihren Strom verkaufen und nicht drauf sitzen bleiben. Daher ist niemand daran interessiert, ein Blackout in die Länge zu ziehen, sondern zu verkürzen. Es wurden in letzter Zeit Insellösungen angestrebt, so wie es also nur dann in der Realität machbar ist. Sprich, Niederösterreich wird sich vom großen Stromnetz Europas abnabeln, wird den Strom so gut es geht selbst zu erzeugen. Wir müssen nur damit rechnen, mit Einschränkungen, zum Beispiel stundenweise keinen Strom oder eben zum Beispiel, dass wir nach 2 Tagen, 3 Tagen wieder Strom haben werden oder vielleicht nach 6 Tagen erst. Kommt darauf an, was passiert ist. Was wären jetzt Ihre konkreten Tipps für einen Haushalt? Wie soll man sich vorbereiten? Helfen tut ein krisenfester Haushalt. Das beginnt damit, dass Lebensmittel vorrätig sind zum Kochen. Der Nachteil ist dabei, ich brauche Energie dafür, um kochen zu können. Habe ich die, zum Beispiel mit Holz relativ einfach zu lösen, indem ich einen Holzzusatzherd habe. Mit Gas schon etwas schwieriger einzulagern, kann ich das also im Prinzip so lösen, um damit etwas zu machen. Mein Zugang diesbezüglich, um das also bewerkstelligen zu können, ist einfach Fertigprodukte tiefgekühlt zu haben, diese dann im Bedarf nochmal aufwärmen zu müssen, das spart Energie. Mein Haus ist gut wärmegedämmt. Die Heizung brauche ich jetzt nicht großartig anwerfen. Ich habe mir ein Notstromaggregat angeschafft, weiß aber genau, welche Problematiken danach sich ergeben. Einfach, ich brauche nicht nur die Energie dazu, also den Sprit. Zweitens, ich muss es auch sicher lagern können. Es geht um meine Gesundheit
Punkt 1. Punkt 2, welche Mengen darf ich einlagern? Wie kann ich das im Prinzip dann bewerkstelligen? Ich kann zum Beispiel auch einen Holzkohlengriller verwenden, ist die einfachste Methode. Geht weiterhin bis zu Hygieneartikel, die ich zu Hause haben sollte, weil einkaufen nicht so wie jetzt im Lockdown, da geht es also noch relativ einfach. Apotheken zum Beispiel, ich brauche Medikamente. Apotheken haben ein Notfallprogramm laufen. Wir werden Medikamente bekommen, selbstverständlich nur die, die wo lagernd sind. Spezielle Medikamente, wenn ich Vorerkrankungen habe, wäre sehr empfehlenswert, die für eine Woche in etwa zu Hause zu haben. Weitere Informationen und Tipps, wie man sich auf einen Blackout vorbereiten und was man im Ernstfall tun kann, findet man auf der Website des Zivilschutzverbandes. Dort gibt es auch einen Blackout-Ratgeber zum Downloaden.